Hoi, das ist Jimmy Duro. Ich erzähle dir jetzt etwas über Success Consciousness Clearing Statement. Für was man es verwendet und was die einzelnen Wörter bedeuten. Das Clearing Statement heißt Right and Wrong, Good and Bad, Pot and Pock, All Nine, Shorts, Boys and Beyonds. Und wenn du jetzt nichts verstanden hast, dann ist gut. Weil wir wollen den Verstand umgehen. Das Clearing Statement kannst du verwenden wie einen Zauberstab. Hast du immer gerne mal Sachen verändern, indem du einfach darum bittest, sich zu ändern? Genau das macht das Clearing Statement. Es ist so gestaltet, dass es Energie aufbringt und dir dann gerade klärt. Wie wäre es, wenn du das Clearing Statement als deinen Zauberstab könntest anschauen? Als ein Werk, mit dem du in jedem Bereich von deinem Leben, der dir wichtig ist, etwas verwandeln kannst. Und alles, was das noch behindert und blockiert, bist du bereit, es jetzt aufzugehen, zerstören und zu kreieren? In ihrem Motto ist ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Zum Glück funktioniert das Clearing Statement auch, ohne dass man es verstehen muss. Es ist auf eine Art und Weise gestaltet, wo der logische Verstand umgeht. Weil, wenn unser logischer Verstand das, was in unserem Leben nicht funktioniert, lösen könnte, hätte es doch schon längst gemacht, oder? Das Clearing Statement ist so gestaltet, dass es auf unseren verrückten Geist zugreift, dort, wo die Antworten liegen, von der Art und Weise, wie wir unser Leben erschaffen. Das Clearing Statement löst das auf, was wir unbewusst in unserem Leben erschaffen haben und was uns in der Realität, wo wir sehr gerne verändern würden, gefangen halten. Was immer in unserem Leben nicht funktioniert, wenn etwas nicht funktioniert, sind wir meistens nicht bereit, Aspekte von diesem Bereich zuzulassen, wahrzunehmen, anzunehmen, anzukennen oder zu verkörpern. Und das Clearing Statement ist dazu da, unseren logisch denkenden Verstand zu umgehen. Es ist dazu da, uns mehr für Bewusstsein zu öffnen und uns zu befähigen, aus unserem Bewusstsein herauszuleben. Also auch wenn du die Worte nicht verstehst und selbst wenn du kognitiv nicht erkennen kannst, was genau die Begrenzung erschafft. Clearing Statement ist in Englisch und wird nicht übersetzt. Und alle Widerstände gegen das Englisch und aller Stress, das Englisch verstehen und der ganze Frust rund ums Englisch und es nicht verstehen, zerstörst und unkreierst du es jetzt? Ich nehme an, du siehst ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Und auch all die Herausforderungen, die du hast mit meinem wunderbaren Tippen Zauerdialekt, wo du nicht ganz kannst verstehen mit diesen verschiedenen Wörtern, zerstörst und umkreierst das alles jetzt auch. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Wie verwenden wir das Clearing Statement? Du hast ein Thema oder eine Situation, wo du gerne etwas verändern willst. Oder du willst zum Beispiel einen Input für den Tag, dass sich etwas zum Positiven verändern kann. Dann stellst du eine Frage, zum Beispiel, was kann ich heute anders machen, wie kann ich heute anders sein, dass sich neue Türen für mich aufmachen könnte. Und wenn ich eine Frage stelle, dann entsteht eine Energie. Es geht wiederum die Energie zu spüren und nicht darum, die Frage zu beantworten. Stell eine Frage und werde einfach einen Moment still. Der Moment kann ein paar Sekunden sein, eine Minute, eine Stunde, ein Tag, ein Monat. Lass einfach die Energie, dein Universum durchdringen. Man stellt also eine Frage und lässt die Energie ein bisschen wirken und zerstört und unkreiert mit dem Clearing Statement alles, was uns daran hindert, dass sich es manifestiert. Der Sinn hinter dem Stellen der Frage ist, so viel Energie wie möglich an Limitierungen und Bewertungen über das Thema, das du klären willst, aufzuholen, um sie dann mit dem Clearing Statement zu zerstören.
Nehmen wir nochmal die Frage oder stellen kannst. Was kann ich heute anders machen? Wie kann ich heute anders sein, dass ich neue Türen könnte für mich öffnen? Und alles, was nicht erlaubt, dass sich das zeigt, zerstörst und kreierst das jetzt. Und dann sieht man das Clearing Statement. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and peons. Also nochmal. Du stellst dir die Frage, was kann ich heute anders machen, wie kann ich heute anders sein, dass ich neue Türen für mich aufmachen kann. Wartest ein bisschen. Und alles, was nicht erlaubt, dass ich das zeige, zerstöre und kreiere jetzt. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and peons. Das Clearing Statement ist dazu gemacht, dass es Probleme und Energien, die man irgendwann kreiert hat, aufzulösen. Es geht energiemäßig dorthin zurück, wo wir irgendwann das Problem geschaffen haben. Und man muss dazu nicht wissen, wann es entstanden ist oder warum das entstanden ist. Man sagt einfach, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and peons. Vielfach sind wir ja auf Autopilot geschaltet. Wir werden von bestimmten Sachen getriggert und reagieren dann automatisch. Vielfach in einer Art und Weise reagieren wir, wo wir gerne nicht wollen. Aber irgendwie kann man es nicht ändern. Irgendwie hat man keine Wahl und das Gefühl, dass man das nicht ändern kann. Das sind so Sachen, die wir irgendwann kreiert haben, geschaffen haben, die gerne nicht logisch ist. Man setzt einfach irgendwie fest und das Clearing Statement geht dorthin zurück, wo etwas festsetzt. Etwas im Körper festsetzt oder in einem Lebensbereich festsetzt. Das Clearing Statement ist eine Erinnerung, dass mehr Kraft und Möglichkeiten haben, die Sachen, die wir irgendwann geschaffen haben, auch zu verändern und aufzulösen. Es geht darum, eine Wahl zu treffen und zu verändern und sich etwas Neues zu gönnen. Ist es jetzt Zeit für dich, dir etwas Neues, etwas anderes zu gönnen? Und all das Alte, was du dein Leben lang mit dir umeinandergeschleppt hast, das jetzt aufzulösen? Und alles, was das nicht zulässt, zerstörst und umkreierst das jetzt? Du brauchst nur Ja sagen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and peons. Du kannst das Clearing Statement benutzen in allen Lebensbereichen und mit allen Begrenzungen, die du hast. Zum Beispiel, welche Begrenzungen habe ich mit Geld, die mir das Leben schwieriger machen? Als erstes kommt auf die Frage vermutlich all die Sachen und Gedanken, wo du dir bewusst bist. Aber es kommt auch die Energie auf, die mit der Frage zu tun hat. Und alle Mauern und Begrenzungen, die wir um das Thema geschaffen haben, kommt jetzt auf. Und all das, was du geschaffen hast, deine Geldmittel zu begrenzen. Vielfach kann man gerne nicht richtig verbalisieren, was da alles aufkommt. Es kommt einfach automatisch auf, wenn man die Frage stellt. Und du kannst dir dann überlegen, bin ich bereit, all die Mauern und Begrenzungen zu zerstören und etwas ganz Neues zu schaffen? Platz machen für etwas ganz Neues? Und wenn es Ja ist, dann siehst du. Und all das zerstöre und umkreiere ich jetzt. Und das Clearing Statement. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and peons. Es macht Sinn, das Clearing Statement mehrmals zu machen, um die verschiedenen Schichten zu klären. Schauen wir nochmal. Welche Begrenzungen habe ich rund ums Thema Geld, das mir das Leben schwieriger macht? Es braucht nicht einmal das ganze Clearing Statement. Du kannst einfach die Abkürzung nehmen. Pot and Pock. Oder du kannst sagen, all das komische Zeug. Welche Begrenzungen habe ich mehr mit Geld geschaffen, wo mir das Leben schwieriger machen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and peons. Oder wie gesagt, pock and pot.
Du kannst das auf alle Lebensbereiche anwenden. Zum Beispiel, welche Begrenzung habe ich mit meiner Arbeit, die mir das Leben schwieriger macht? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and peons. Welche Begrenzung habe ich mit meiner Beziehung, die mir das Leben schwieriger macht? Und all das zerstöre und umkreiere jetzt. Und vielleicht ist so ein Nein, das ist okay. So wird dir bewusst, dass du in diesem Bereich nicht bereit bist, Schritt zu machen. Was da? Es ist eine Wahl. Und so ist nicht besser als andere. Du weißt jetzt einfach, dass du das noch behalten willst. Und es ist gut so. Kommen wir nochmal zurück zum Geld. Welche Begrenzungen habe ich mit Geld, die mir das Leben schwieriger machen? Und ich nehme mal an, es ist ein Ja für dich, all die Begrenzungen in Bezug auf Geld zerstören und zu kreieren. Dann siehst du, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and peons. Jetzt schauen wir her, für was es die einzelnen Wörter stehen. Das Clearing Statement ist mit Abkürzungen von Access Consciousness verfasst und steht für die unterschiedlichsten Energien, die man abfragt, um etwas zu klären. Also um die Energien dann nachher zu klären. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and peons. Schauen wir das erste an. Right and wrong. Right heißt richtig. Also alles, was richtig, was gut, was perfekt ist. Wrong heißt falsch. Alles, was schlecht ist, alles, was falsch ist, alles, was negativ ist, alles, was gemein, bösartig und fürchterlich ist. Bei Right and Wrong geht es um positive Seiten, negative Seiten, positive Bewertungen und negative Bewertungen. Es sind all die Sachen, die man als richtig, gut, perfekt und oder korrekt angeschaut hat, an denen wir am stärksten festhalten. Weil wir entschieden haben, dass sie richtig sind. Wir schauen nicht mehr her und erkennen darum nicht, wo wir uns selber beschränken und limitieren. Wir erkennen nicht, wo wir uns kleiner machen. Wir fragen nämlich nicht mehr, was ist sonst noch möglich. Wir fragen nicht, wie könnte es noch besser werden. Weil wir schon entschieden haben, es ist perfekt. Und man kann uns so ein Problem schaffen, weil wir keine Fragen mehr stellen. Fragen zum Beispiel auch, funktioniert es noch für mich? Was könnte ich sonst noch wählen? Was würde es brauchen, um mich für noch mehr zu öffnen? Was hast du für Ansichten, Glaubenssätze und Gedanken von denen, wo du denkst, das mache ich richtig und das mache ich perfekt? Bist du bereit, alles zu zerstören und zu kreieren? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and peons. Right and wrong, der zweite Teil ist good and bad. Bad heißt schlecht, steht für all die negativen Bewertungen, die wir uns den ganzen Tag machen. Wie schlecht habe ich das wieder gemacht? Wie furchtbar bin ich? Wie falsch habe ich das wieder gemacht? Und wir glauben, dass die negativen Bewertungen nötig sind, um es irgendwann besser zu machen. Wir schlagen uns selber und erwarten, dass wir es beim nächsten Mal dann noch besser machen. Aber nützen tut es nichts. Weil beim nächsten Mal machen wir es wieder genau gleich. Das Einzige, was das bewirkt, ist, dass wir uns noch schlechter fühlen. Und bist du bereit, all das jetzt zu zerstören und zu kreieren? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and peons. Und all die Situationen, wo du gewusst hast, das ist jetzt gern eine gute Idee, wenn ich das mache. Und trotzdem hast du es gemacht. Und nachher hast du dich negativ bewertet, wie furchtbar und wie schlecht du es wieder gemacht hast. Und all das, wo du dich negativ bewertet hast und noch daran festhaltest, an all die schlechten Entscheidungen, die du je getroffen hast, an all die Fehler, die du im Leben gemacht hast, für die, wo du dich heute noch negativ bewertest, bist du bereit, all das jetzt zu zerstören und zu kreieren? Bist du bereit, dir Freiheit zu gönnen? Ich nehme an, du siehst ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and peons.
Das war also der erste Teil des Clearing Statements. Statement Right and Wrong, Good and Bad. Jetzt kommen wir zu POC and POT. POC, also POC, steht für Point of Creation, Punkt der Kreation. Das ist der Punkt im Leben, wo wir etwas kreiert haben, wo wir ein Problem kreiert haben, aber auch, wo wir Gedanken, Gefühle und Emotionen kreiert haben. POD, also POD, steht für Point of Destruction, Punkt der Zerstörung. Das ist da, wo wir uns immer noch zerstören, um das Problem aufrechtzuerhalten. Und es bezieht sich auf jede Art und Weise, wie wir uns selber zerstört haben, damit wir das noch aufrechterhalten können. Wie viele Gedanken, Gefühle, Probleme, Emotionen und Glaubenssätze haltest du immer noch in Existenz und zerstörst sie damit, anstatt Freiheit zu haben? Und bist du bereit, all das zu zerstören und zu umkreieren? Bist du bereit, dir Freiheit zu gönnen? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Kommen wir zu All Nine. Alle Neun. Das steht für alle neun Schichten von Sachen, die wir energetisch klären. Es ist nicht wirklich wichtig, genau zu wissen, was die neun Schichten sind. Es geht einfach darum, die tieferen Schichten von diesem Thema so schnell und so tief wie möglich zu lösen. Es sind neun Schichten von Begrenzungen, die wir auflösen. Dann kommt Shorts. Kurz heißt das. Und ist eine Kurzform für das, was bedeutend dran ist und was bedeutungslos dran ist. Was eine Bestrafung dafür ist und was eine Belohnung dafür ist. Die lange Form heißt, was bedeutet uns, zum Beispiel kann das Beziehung sein. Wie machen wir uns bedeutungslos? Für was bestrafen und foltern wir uns in Beziehung dazu? Was ist Belohnung dafür? Wie viele Schichten und Nichtschichten haben wir in Bezug darauf? Und wie viel bedeutungslos Blabla haben wir in Bezug darauf? Es ist also all das, was wir bedeutungsvoll gemacht haben, an einer anderen Person oder einer Situation. Weil wenn wir sagen, das ist für uns sehr wichtig, er oder sie ist für mich sehr wichtig, machen wir die Person wichtiger als uns selber. Und das ist eine Begrenzung, die viele Menschen wählen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wie schmerzhaft es ist, die Begrenzung zu haben. Leider im Nachhinein dann zu erkennen, dass wir jemand anderen wichtiger und bedeutungsvoller gemacht haben als mich selber. Und auch zu erkennen, wie viel jetzt ich aufgegeben habe, von mir aufgegeben habe, wie unwichtig, dass ich mich selber gemacht habe. Was oder wen machst du bedeutungsvoll? Wen oder was machst du wichtiger als dich selber? Und all das, bist du bereit, es jetzt zu zerstören und zu umkreieren? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Und es ist da überall das, wo wir etwas bedeutungslos gemacht haben. Ah, es ist nicht so wichtig, ist mir eigentlich wurscht, ist nicht so tragisch. Wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist und er oder sie macht etwas, was dich nervt, zum Beispiel den WC-Deckel nicht zumachen. Oder etwas, was du nicht so schön findest. Zum Beispiel das Geburtstagsgeschenk, Unipack gehen. Ah, ist ja nicht so wichtig. Ich liebe ihn ja so sehr, da kommt es darauf nicht so drauf an. Aber irgendwann wird es wichtig.
Und du explodierst bei irgendetwas anderem. Deine ganze Wut kommt rauf. Weil wir das andere so bedeutungslos gemacht haben. Was oder wen hast du bedeutungslos gemacht, dass dich jetzt begrenzt? Und bist bereit, all das zu zerstören und zu umkreieren? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Gut, dann kommen wir zu den Boys. Boys steht für geschlossene Sphäre. Das ist vielfach präverbales Zeug. Es geht hauptsächlich um Bereiche von unserem Leben, in dem wir immer wieder probiert haben, etwas im Griff überzukommen, aber ohne wirklich Erfolg zu haben. Wenn man nach einem Grund von einem Problem sucht und man macht jetzt wie beim Böllenschälen, du schälst so Schicht für Schicht von dieser Zwiebel weg und schälst und schälst und schälst und erreichst nichts außer Tränen. Wenn man nie an den Kern der Sache herkommt, haben wir es meistens mit geschlossenen Sphären zu tun. Viele Probleme, die wir Schicht um Schicht versucht haben, wie eine Zwiebel zu lösen, bestand aus in der Wirklichkeit nicht aus Schichten, sondern aus geschlossenen Sphären. Die geschlossene Sphäre entstand wie durch einen Seifenblasring. Wir lassen zwar ohne Seifenblätter platzen, aber sie wird schon von der nächsten ersetzt. Und das Problem löst sich nie auf. Die Quelle des Problems liegt ganz nebeneinander, dort, wo die Blätter entstanden. Und wir lassen zwar die einzelnen Seifenblätter platzen, lassen also die geschlossenen Sphären platzen, doch der Kern der Sache löst sich nicht wirklich auf. Weil der Kern ist dort, wo das Ding ist, das die Seifenblätter macht. Und wie viele geschlossene Sphären hast du, wo du als unvollkommene Themen in deinem Leben kreiert und bewertet hast? Und zerstörst und umkreierst dich jetzt? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Machen wir gerade nochmal. Wie viele geschlossene Sphären hast du in deinem Leben kreiert? Und bist bereit, dich jetzt zu zerstören und aufzulösen? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Und dann kommen wir noch zu den Beyonds. Beyonds sind Gefühle und Empfindungen in unserem Körper, die uns erstarren lassen. Hast du mal eine Rechnung bekommen, die viel höher war, als du es erwartet hast? Wenn dann die Rechnung kommt und du machst auf und bist total im Schock, alles steht still, und der Schock verfestigt sich in Zeitraum und Dimension und Realitäten. Das ist so ein Beyond. Oder wenn ein anderer Mensch etwas zu dir sagt, was für dich total unvorstellbar war. Bist total erstarrt, alles steht still. Und bist dann nicht mehr präsent im Körper. Das ist so ein Beyond. Wir haben viele Bereiche in unserem Leben, in denen wir erstarren. Und jedes Mal, wenn du erstarrt, ist es ein Beyond, das dich gefangen hält. Und in diesem Zustand ist es unmöglich, zum Präsent zu sein. Und alle Beyonds, die die ewigen Beyonds erschaffen, die dich gefangen halten, kann man die jetzt zerstören und kreieren? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Beyonds beinhaltet auch alles, was jenseits von den Glaubenssätzen, Realität, Vorstellungen, Auffassungen, Wahrnehmungen, Rationalisierung, Vergebung liegt. Und alle anderen Beyonds. Beyonds sind auch Implantat und Explantat, wo die meisten Gefühle und Empfindungen mit sich bringen. Selten Emotionen und nie Gedanken. Alle Beyonds, wo die ewigen Beyonds erschaffen, ist das ganze Clearing Statement
wenn wir jetzt nur gerade Beyond sagen. Jedes Mal, wenn du ein Gefühl oder eine Empfindung hast, kannst du sagen, alle Beyonds, die ewige Beyonds erschaffen und alle Beyonds, die damit verbunden sind, zerstöre und unkreiere jetzt. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and Beyonds. Wie viele Beyonds haben wir, die uns in unserem Leben kontrollieren, dominieren, manipulieren? Beyonds, die unser Leben, unsere Existenz, unsere Beziehungen und den Fluss vom Geld kontrolliert. Und alles, was das ist, mal eine Zillion, zerstörst du nun kreierst es jetzt. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. In dem Moment, wo du Energie wahrnimmst und erkennst, verändert sich die Energie. Verändert sich Begrenzung. Und wenn der Verstand keinen logischen Sinn drin sieht, bist du dankbar. Dass ich bei Access Consciousness ist, der Verstand ist gefährlich. Wirf ihn weg. Wer denkt, der stinkt. Der Verstand kann nur die Limitierung von deiner Realität definieren. Der Verstand ist ein berechnendes System, das nur definieren kann, was du sowieso schon weißt. Es geht wiederum, den Verstand auszulöschen oder zum Gehen, um einen Neuanfang zu machen. Und als Folge davon wirst du auf eine andere Weise funktionieren. Der Verstand steht uns manchmal ein bisschen im Weg, auf dem Pfad zu unserem Wissen. Wir haben alle schon Momente gehabt, wo wir blitzartig alles gewusst haben und völlig begeistert können sagen, wow, ist das lässig. Kannst du dich an so einen Moment erinnern? Oder probierst du ständig, suchst ständig nach einer Ausrede, um das nicht zuzulassen? Unser verrückter Geist hat alle Antworten. Wie wir die Limitierungen der Realität erschaffen. Der logische Geist rechtfertigt alles, was wir machen und trägt nicht dazu bei, neue, unendliche Möglichkeiten zu kreieren. Und wenn der Verstand wirklich funktionieren würde, wären wir dann nicht schon längst draussen aus dem Schlamassel von dieser Realität. Es ist gut, wenn du das Clearing Statement regelmäßig benutzt. Du kannst in jeder Situation und Lebenssituation fragen, welche Begrenzung wähle ich jetzt da? Du musst nicht genau wissen, was es ist. Du musst nicht überlegen oder analysieren, nicht. Kannst du einfach sagen, alles, was mich in dieser Situation begrenzt, zerstöre und unkreiere jetzt. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Es kann bis zu 3 Wochen gehen, bis du wirklich Ergebnisse und Veränderungen wahrnimmst. Aber jedes Mal, wenn du ohne von deiner selbst kreierten Sichtweise aufgibst, befreist du dich, und andere Menschen damit. Jedes Clearing bewirkt also bei dir etwas und bei anderen Leuten auch etwas. Und all das, was dich noch daran hindert, das Clearing Statement in allen Situationen und Lebensbereichen zu verwenden, zerstörst du und kreierst es jetzt. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Und wenn du gerne ein Clearing Statement hättest für den Tag, kannst du dich auf meiner WhatsApp-Gruppe anmelden. Schick mir einfach ein WhatsApp auf meine Telefonnummer, das ist 004US 76340US 395. Sag es nochmal,
0041 für die Schweiz und dann 76 340 1395. Einfach mit dem Vermerk Happy Bars. Es gibt zwei Gruppen. Eine ist mit Kommentar und Austausch und die heisst Happy Bars Plus. Und die andere ist ohne Kommentar, also nur mit den Clearings. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Clearing Statement, mit dem Zauberstab, durch viel anwenden. Alles im Leben kommt zu mir, mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Right and wrong, good and bad, pod and pock, all nine, shorts, boys and beyonds.